33.000 Fuß über dem Nordpazifik entdeckt ein Pilot ein rotes Glühen und er macht Fotos von diesem Phänomen. Und das reicht schon, um hier viele Theorien auszulösen. Der Pilot sagt CNN, wir haben keine Ahnung gehabt, was da vor uns ist. Wir haben Witze gemacht, ob das vielleicht eine militärische Übung ist oder eine Alien-Invasion. Und sobald die Fotos und ein kurzes Video online gegangen sind, hat das Ratespiel begonnen. Manche sprachen von einer unterirdischen Vulkanexplosion oder von einem UFO. Und die beliebteste Theorie von allen, das ist Stranger Things, eine unheimliche Serie über eine andere Dimension, die als Upside Down bekannt geworden ist. Aber die wahrscheinlichste Erklärung ist selbst sehr unheimlich. Nun, das sind vielleicht Fischerboote, die hier sehr die rotes LED-Licht verwenden. Und das sind Lichter, die die makrelenartige Fische anziehen. Und jetzt fragt man sich natürlich, was da wirklich dahinter steht. Und man konnte tatsächlich hier diese Fischerboote sehen, die eben Makrelenhechte fangen wollen. Man sieht sie tatsächlich sogar aus dem Weltall, sogar von der Internationalen Raumstation. Und tatsächlich ist da etwas Seltsames an diesen Fotos. Im Englischen sagt man eben, etwas ist fishy, und das ist es im wahrsten Sinne des Wortes.